Nächster gemeldeter Redner ist Gerhard Schmid. Er ist fraktionslos. Danke, Herr Präsident, sehr geehrter Herr Minister. Bezüglich Lkw-Bemattung. Gegenständlicher Antrag zielt mit hoher Wahrscheinlichkeit darauf ab, eine Lkw-Bemattung flächendeckend einzuführen. Im Raum stehen Einnahmen in der Höhe von ca. 1,3 Milliarden Euro, wobei für externe Kosten ein Anteil von 3% errechnet wird. Wenn seitens der Bevölkerung auf einen belastenden Schwerverkehr verwiesen wird, ist dies auf eine verfehlte Raumordnung der Länder bzw. Gemeinden zurückzuführen. Der Ziel- und Quellenverkehr ist von diesen Streckenbegrenzungen bekanntlich ausgeschlossen und wird dies auch in Zukunft nichts verändern. Seitens des Antragstellers wird auf Einnahmen in der Höhe von 1,3 Millionen Milliarden Euro verwiesen. Dieser Wert ist als weitere Steuerbelastung zu bezeichnen und belastet schlussendlich ausschließlich den Endverbraucher. Verteuerungen der Lebensmittel als auch sonstiger Güter sind unweigerlich die Folge. Mit dem neuen ASFINAG-Gesetz hat sich die Belastung für den Straßenverkehr nicht unwesentlich verteuert. Die Forderung der Wirtschaft und der Industrie nach Just-in-Time setzt einen Lkw-Transport voraus. Die Technik wird ihren Beitrag zur Modernisierung der Fuhrparks leisten. Der öffentliche Transport auf Schiene erfordert hohe Subventionen und ist nicht in der Lage, Zielpunkte des Konsumenten anzufahren. Danke. Argumentierte Fraktionslose Gerhard Schmid.